die Mannschaft, wie gesagt, bis zur Verletzung von Aigner und selbst bis Pauli, es war nicht alles okay, aber es war auch nicht alles so schlecht. Und nach der Verletzung von Miloš Degenek kam eins zum anderen. Und ein paar neue Spieler ausprobieren, gut den Spielern zureden, entsprechend nochmal alles zu hinterfragen, jedes Steinchen umzudrehen, sei es, was auf dem Trainingsplatz passiert, was Spielvorbereitung angeht und. Und dann natürlich liegt es auch an den Spielern selbst, weil letztendlich sie müssen auf dem Platz dann funktionieren, sie müssen in einer gewissen Spannungslage sein und in einer gewissen Energieform vorm Spiel sich einbringen, dass sie dann da auf dem Platz sind. Aber wenn Sie jetzt allein unsere erste Minute in Düsseldorf sehen, ein erfahrener Spieler wie Michael Lindl, der ein sehr guter Techniker ist, der in den ersten drei Minuten drei Fehlpässe spielt und gleich noch nicht mal in der ersten Minute so ein Fehlpass spielt, dass es schon in den ersten 45 Sekunden schon 1-0 stehen kann. Und das hat sich dann übertragen auf die ganze Mannschaft. Und das passiert, das gehört auch zum Sport dazu, aber wenn das dann in der Häufigkeit, in der es bei uns in letzter Zeit passiert ist, alles konsequent dann auch bestraft worden ist, die ganzen Fehler gemacht haben, dann muss man natürlich auch dann versuchen, mit anderen Spielern auf dem Platz zu spielen und schauen, wie die, vielleicht ist es Druck, vielleicht ist es mangelnde Konzentration bei dem einen oder anderen, vielleicht ist es aber auch, was ich auch schon angesprochen habe, vielleicht hat auch der eine oder andere den Ernst der Lage nicht erkannt. Ich werde mein Bestes geben und ich werde mich hier voll einbringen und ich glaube, das sehen auch die Verantwortlichen und alles andere kann ich nicht beeinflussen. So, es liegt auch jetzt, wie gesagt, auch viel an den Spielern selbst, weil letztendlich, wir wissen, Trainer und Spieler sind austauschbar. Vielleicht nicht in der jetzigen Phase, aber vielleicht in der nächsten Transferphase oder im Sommer und was weiß ich. Aber was bleibt, ist der Verein und darum geht es. Der Verein, die Fans und dass wir die Leistung auf den Platz bringen, unabhängig vom Ergebnis. Und das ist mir wichtig. Gerade in diesem Übergangsjahr, in diesem Jahr, wo wir uns stabilisieren wollen, dass wir die Leistung bringen, dass der Fan und dass jeder Einzelne, nicht jeder Einzelne, es wird immer wieder welche geben, die dann sagen, ja, warum spielen sie 0-0 und warum gewinnen sie nicht 1-0 oder warum haben sie nur zwei Tore geschossen und nicht drei oder warum spielt XY nicht Meier, Müller, Fritzchen. Aber dass die meisten zufrieden nach Hause gehen und sagen, ja, das ist meine Mannschaft, da kann ich mich identifizieren, dafür zahle ich auch gerne den Eintritt, dafür nehme ich auch gerne einen Tag Urlaub und fahre nach wohin? Stuttgart. Nach Stuttgart brauchen wir keinen Urlaub, aber nach Hamburg oder nach Aue, und um meine Mannschaft zu unterstützen. Und darum geht's. So, und wenn die Masse nicht zufrieden ist, dann können Sie davon ausgehen, dass wir auch nicht zufrieden sind. So, und das muss jetzt natürlich jetzt eine Reaktion von unserer Seite aus kommen. Und wir wollen dieses Jahr ein stabiles Jahr hinbekommen. Und nochmal, wir sind nicht in einer Situation, wo jetzt alles auf Deutsch gesagt scheiße ist, sondern wir sind jetzt in einer Situation, die uns nicht zufriedenstellt, den Fan auch nicht zufriedenstellt, und wir müssen gemeinsam jetzt schauen, dass wir da rauskommen. Wir werden da rauskommen, nochmal, wenn wir alle ein Stück weit geduldig sind und auch ein bisschen Toleranz und auch ein bisschen Vertrauen den Leuten geben. Auch den Spielern, weil letztendlich ohne sie funktioniert es nicht.